Am heutigen Tag gingen die Fans der Berlin Rebels wohl mit einem weinenden und einem lachenden Auge nach Hause. Zwar konnte man das Spiel gegen die Hildesheim Invaders überaus souverän über die Bühne bringen, doch heute ging es um mehr als nur einen Sieg im heimischen Mommsenstadion. Gut, also die Ausgangslage heute ist relativ eindeutig. Wir müssen auf jeden Fall erstmal hier irgendwie einen Sieg erringen. Das ist die erste Prämisse. Und dann gilt es darum zu hoffen, dass die Begegnung in Braunschweig, Braunschweig Lions gegen Dresden Monarchs einen Sieger findet. Sollte es da zu einem Unentschieden kommen, dann würden wir automatisch auf den dritten Platz abrutschen, auch wenn wir heute den Sieg einfahren. Um 15 Uhr fiel der Coin Toss zugunsten der Gäste aus und die Hauptstadt Defense betrat das Spielfeld. Diese machte es den Invaders direkt schwer und so kam es nach wenigen Minuten zum Punt und damit dem ersten Einsatz der Berliner Offense. Und die setzte direkt das erste Zeichen mit einem Pass von Receiver Jason Harris zur Quarterback Robinson für den ersten Touchdown, doch dieser wird für ungültig erklärt und der Down wiederholt. Die Gäste sind jetzt wacher und erzwingen einen Field-Goal-Versuch, in dem Kicker Philipp Fries-Andersen den Jungs in Schwarz ihre ersten Punkte verschafft. Auch im zweiten Drive können die Hildesheimer die Berliner Defense einfach nicht überwinden. Schon hier war die allgemeine Richtung des Spiels abzusehen. Im nächsten Offense Drive ist es dann Sean Richard, der den ersten regulären Touchdown für die Rebels holt. 10:0 nach erfolgreichem Kick von Andersen. Das gleiche Duo sorgt wenig später für die nächsten 7 Punkte und auch der nächste Drive der Hildesheimer kann am Halbzeitergebnis von 17:0 nichts ändern. Nach der Halbzeit starten die Hauptstädter wieder stark. Der eingewechselte Hayden Daniels gibt ab an Running Back Samuel Channon. Touchdown, die Invaders anscheinend ohne Antwort. Und Berlin hört nicht auf. Diesmal läuft Quarterback Hayden Daniels selbst. Aber nicht nur die Offense ist heute hellwach. Auch die Defense der Rebels macht den Gästen zu schaffen. Ein Inception durch Benedikt Asiens bringt die Hauptstadt wieder in Ballbesitz. Den letzten Touchdown macht dann Wide Receiver Matthäus Dubitzky. 38:0 für die Berlin Rebels. Oh, I think we came out of the gate doing a good job. We're trying to play a perfect game. Defense did a great job. O-line protected and did run blocking really good today. So, yeah, good to come out with a win for sure. Doch wie schon angesprochen, ging es für die Rebels heute um mehr als nur einen Sieg und durch das 28:28 Unentschieden in Braunschweig landen die Berliner nun auf dem dritten Platz der German Football League Nord. Das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte, doch der bittere Beigeschmack lässt sich nicht so ganz verdrängen. Nun, also wir hätten natürlich alle gerne zu Hause gespielt. Jetzt sind die Würfel so gefallen. Wir fahren nach Frankfurt, werden alles dran setzen, um uns sehr gut auf die vorzubereiten und einfach versuchen, auch dort zu bestehen, um in die nächste Runde weiterzukommen. Zunächst geht es am 29. für die Rebels im Viertelfinale gegen Samsung Frankfurt Universe. Thank you.